Hey Leute und willkommen zurück zu Mini Ninjas. Beim letzten Mal haben wir Tora befreit. Unser vorletztes Partymitglied. Also Teammitglied. Ne, Party, so auf Englisch und so. Und wir machen uns gerade auf den Weg, um einen neuen Zauber freizuschalten. Und das scheint auch der richtige Weg zu sein. Ich gucke aber trotzdem nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Ich gehe erstmal hier. So. Vermutlich soll ich hier lang. Aber dich habe ich gesehen. Dich nehme ich mit. Und? Nö, ich bin wieder da, wo ich reingekommen bin. Hm. Na gut. Dann gehen wir wieder hoch. Und? Ja, jetzt müssen wir hier runter. Ah, und da ist auch schon der Schrein. Da ist auch schon der Abgrund. Nein, wir wollen zum Schrein. Gut, dann bin ich jetzt halt hier. Kann man auch so regeln. Was ist denn das hier? Ancient Skinners. Dankeschön. Und jetzt nutzen wir diesen Schrein, um den nächsten Zauber freizuschalten. Yeah. Mal gucken, was es ist. Es ist dieses Mal der Zauber Windmauer. Kenne ich noch nicht. Kanalisiert magische Energie zu einer Sturmfront, die jedes Geschoss, das in seinen Wirkungsbereich eindringt, versucht. Nochmal. Kanalisiert magische Energie zu einer Sturmfront, die jedes Geschoss, das in seinen Wirkungsbereich einzudringen versucht, abwehrt. So. Richtig. Mensch, das Deutsch ist auch immer... Na, hier geht's nicht weiter. Okay, dann muss ich in die andere Richtung. Ich muss sagen, diese Kameraperspektive hier nervt mich. Die nervt mich verdammt stark. Was? Wo bin ich denn da? Wo zur Hölle bin ich runtergefallen? Ich glaube, ich sollte mal am besten jetzt wieder ein bisschen was verzehren, damit ich hier nicht dauernd wieder verrecke. Und weil ich Unmengen Schiss habe, gehe ich wieder raus. Nein, ich habe ja alles. So, und das können wir gleich auch schon mal ausprobieren, wenn wir die nächsten Bogenschützen sehen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir in einem Kampf mit Nahkämpfern sind und hinter uns oder vor uns irgendwo Fernkämpfer rumwuseln, dass wir die dann erstmal außer vor lassen können. Ja gut, lass mich mal rudern, bitte. Gegen den Strom. Ich schwimme gegen den Strom. So. Und lass mich darauf. In diese Richtung und darauf da wieder. Gut, wir sind wieder am Festland. Und hier haben wir schon alles geklärt. Hier haben wir den Typen Tora befreit. Und jetzt geht es weiter in diese Richtung. Da ist gleich auch schon ein Checkpoint. Und da hinten wuselt noch eine von den Wachen rum. Also, von den Hauptmännern. Hallo. Oh Gott, du bist so unnütz. Boah, von dermaßen unnütz sind die. So, ich hole mir den Checkpoint. Aber ich glaube, bevor ich mir den Checkpoint hole, esse ich nochmal was. Ja, so. Und jetzt haben wir da unten, sind das Speerträger oder Bogenschützen? Weiß ich nicht. Aber ich renne einfach mal mit Tora rein. Tora ist cool. Speerträger sind es also. Und ich möchte auch gerne mal seine Spezialfähigkeit zeigen. Boah, aber irgendwie... Schon. Gut, hier haben wir Bogenschützen. Das heißt, ich kann das Ganze gleich mal ausprobieren. Oh, und ich habe wirklich wenig Leben. Also, essen wir nochmal was und hauen mal das dahin. Ja, guck mal. Die können wir jetzt nichts mehr, weil die Windmauer ihnen den Weg versperrt. Geile Sache. Was geht, wenn ich in die Windmauer reinrenne? Gar nichts.
kann sogar auch den Wirkungsbereich bestimmen, wo es sein soll. Finde ich ziemlich geil. Und die hält wirklich lange. Jetzt ist sie weg. Also die hält echt lange. Und da oben haben wir wieder so einen. Ich mache zuerst nochmal die hier platt. Die sterben automatisch mit, wenn sie herunterfallen. So, hier haben wir die ganzen nervigen Soldaten. So, dann wirken wir dem ganzen Schwachsinn hier mal entgegen und machen den platt. So, hier nehmen wir das Geld mit, falls wir demnächst mal irgendwann vielleicht auf ein Gedöns, auf einen, nennen jetzt einfach mal Shop treffen. Oh, da müssen wir vielleicht gleich weiter, oder wir müssen da hoch. Ah, nee, da oben, das sieht mir aus nach dem, was ich eben ansprach. Und hier ist ein Checkpoint, okay. Aber erstmal hole ich mir natürlich noch meine Erfahrung ab. Ich guck gleich mal, in welche Richtung wir eigentlich sollen und rennen dann erstmal in die andere. So, wieder das ganze Geld einsammeln. Es ist so viel Geld, was hier rumliegt. Ah, Pilze. So, in welche Richtung sollen wir denn? Hallo? Sagst du es mir mal? In die Richtung sollen wir. Gut, dann weiß ich ja schon, in welche Richtung ich gehe. Nämlich in die hier. Ach, da ist sogar noch einer. Hallo? Ja, das war auch einer von denen, die einem keine Erfahrung mehr geben. Oder muss ich hier lang? Ich gehe jetzt einfach mal kurz hier lang. Wo geht's denn hier hin? Ah? Hier haben wir eine Klette. Moment, das hatten wir die vorher schon oder haben wir damit... Ah, die hatten wir vorher schon. Okay. Ich möchte mal eben gucken, was hier ist, weil... War ich hier schon? Bin ich so doof? Ah, ich glaube, hier war ich schon. Naja, okay. Gehen wir mal wieder zurück. Zeitverschwendung. Naja, soll es auch mal geben. Windgrasdorf. Ja, das wurde eingenommen. Weil ich würde jetzt ein Haus nicht als Dorf bezeichnen, oder geht da oben das Dorf weiter? Man weiß es nicht. Ach, hier ist ein zweites Haus. Ja, toll. Zwei Häuser. Gutes Dorf. Gutes Dorf. So, und jetzt Stufen zur alten Bergstraße. Dann rennen wir hier mal hoch. So, die ganzen gehen aus dem Fernkampf ab. Damit die mich hier nicht nerven, weil die natürlich mit den Speeren doch ziemlich rumnerven. Okay. Oh? Levelende? Nein, es geht noch weiter. Ah, habe ich da was verpasst? Nein, es sind nur Tiere. Es sind doch nur Tiere. Okay, in die Richtung geht es weiter. In die Richtung auch. Was sagt mir der Pfeil? Ich soll da lang. Also gehe ich hier lang. Macht ja Sinn. Weil ich möchte gern nochmal alles mit abklappern, damit ich hier nochmal zu so einem Shop komme. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, es ist nur ein Stein. Und ich brauche eben nochmal einen anderen Zauber. Ich glaube, ich nehme mal Tornado wieder. Das ist lustig. Hier
Hihi. Was? Achso, der wurde nicht endgültig noch getötet. In dem Tornado. Wie er wegfliegt. Du entkommst mir nicht. Ich glaube, wir benutzen mal Tora. Ah, habe ich die? Anscheinend habe ich die AP. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Eine diese Statue. Okay. Ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte für den extra Weg. Aber naja. Gut, so. Und eine Tigerlilie. Kann ich hier durch den Wald durchrennen oder ist da. Nee. Unsichtbare Blockade und so. Na gut. Dann haben wir hier einen Checkpoint. Okay. Ah. Zollgrenzbezirk. Alle eingeführten Waren müssen angemeldet werden. Ja, hier stehen auch eine Menge Waren rum. Was? Du machst mir die Tür zu? Und hier sind eine ganze Menge Gegner. Viele schnelle Angriffe. Und wir haben von den Fetten einen roten. Die sind nerviger, weil die halt mehr aushalten. Zuerst mal natürlich die ganzen Kleinkämpfer hier ausschalten. Tiere befreien. Was man halt alles so macht, wenn tausende von Gegnern in der Nähe sind. Dann nehme ich mal die Kisteninhalte nochmal mit. Ist mir gerade so egal, ob ihr Speere habt. Ich brauche einen anderen Zauber. Ich hätte gerne das hier. Und! Boom! Sama! So, ihr dürftet jetzt eigentlich alle von der Schockwelle getroffen werden. Yo, super. Ich muss gleich aber mal einen Ginseng-Trank schlucken. Und der hockt hier auch sich schämend in der Ecke und stirbt. Gut, ich möchte nämlich erstmal alles drumherum ausschalten. Ah, toll, hier waren noch 12 in den Schwerträgern. Okay, das ist auch weg. Ich weiß gar nicht, gibt es rote Schwerträger? Ich glaube nicht. Ich glaube, die gab es gar nicht. Aber was ich definitiv brauche, ist hiervon ein bisschen was. Und was ist das hier? Seltsames Gebräu. Wir haben eins. Interessant. Nein, aber ich brauche einen Ginseng-Trank. So, zum Glück füllt es ziemlich viel auf. So, wir müssen hier mit Futo ran. Die hier sind ziemlich nervig. Da muss man echt aufpassen, weil die halt sich nicht so ganz so leicht einschüchtern lassen. Die anderen sind ja immer sehr schnell dann betäubt und so. Die hier wehren sich manchmal auch noch. Und damit wäre der zum Glück aber recht harmlos erledigt. Und Level Up! Gesundheitsbonus. Du hast dein extra Herz erhalten. Super! Habe ich mir super Heiltränke eingespart hier. Panda-Bären sind mit. Und Flakon der Instabilität. Was machte das nochmal? Ich hab's vergessen. Hm, lass uns mal reingucken. Dieser Trank entfesselt genügend instabile Energie, um 3 Supermoves aufzuladen. Ah, genau. Damit können wir unsere Spezialangriffe auffüllen, wenn gerade mal keine roten Erfahrungskugeln rumschweben. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und wir schieben hier wieder das Tor auf. Mit dem Dicken. Nicht etwa, weil es deutlich schneller geht oder so, sondern ganz einfach, weil das Level zu Ende ist. Nein, ich dachte, weil der eine Typ ja das Tor zugemacht hat, der Fette da, und weil der vielleicht hier hinter wartet. Nein, aber wir haben das Level beendet. Haben alle Zauber, das ist gut. Nicht alles Geld, nicht alles andere, aber alle Tiere befreit. Wir sind halt nett. Ja, und das passt doch super rein, denn das Video ist jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und bis zum nächsten Mal bei Mini Ninjas. Tschüss.